So, ihr GR-Schlingel, willkommen zurück zu Pokémon. Game Trading Card Game Nummer 2. Meerestief macht keinen Sinn, wir nehmen mal wieder... Wollen wir mit Elektro gegen Elektro kämpfen? Nee, eigentlich nicht, ne? Was war denn unser Deck Nummer 2? Das war das Pflanzendeck. Wollen wir mit dem Pflanzendeck kämpfen? Komm. Namen ändert. Wähle Deck aus. Kämpfen wir damit. Das ist eine runde, münzgroße Aussparung unter dem Bild eines Golber. Eine Pflanzenmünze einsetzen? Ja. Okay, ich verstehe. Man braucht die Münzen als Schlüssel für die Tür. Ich wünschte, das Mädchen würde endlich ihre Klappe wegen dieser blöden Level 31 dunkles Reizschuhkarte halten. Als ob irgendjemand ihr bei ihrem Deck helfen würde, dass ich zum GR beitreten kann. Oh, wenn das nicht Wolf ist, das Kind, das die Großmeister besiegt hat. Ich hörte Gerichte über dich. Was machst du hier also? Ich schätze, ich sollte mich zuerst vorstellen, oder? Mein Name ist Lars. Ich kam zu dieser Insel, weil Team GR mich fasziniert. Ich hatte Kämpfe mit vielen verschiedenen Mitgliedern des Teams GR. Ich habe ein cooles Deck aus allen Siegen zusammengestellt. Lust auf ein Duell? Wenn du gewinnst, gebe ich dir ein oder zwei Boosterpackungen. Ja, mehr musstest du gar nicht sagen. Gut zu hören, wir nehmen 6 Preiskarten. Der gute Lars. Was? Jetzt heißt er Peter? Jetzt heißt er Peter. Hä? Ist der Lars plötzlich ein Peter? Kann ich da bitte ein Kinderbuch zu haben, das mir das erklärt? Jetzt dreht sich Peter auch noch von mir weg. Vielleicht heißt er wie Oliver Kalkofe. Statt Lars Fred heißt er halt Lars Peter. Weiß ich nicht. Alles sehr kurios hier. Ja, Recycle Energie für Relaxo. Ja, Relaxo ist halt gefährlich, ne? So viel Recycle-Energie an Relaxo. Dann sind wir auch noch Stunt. Das war's für Paras. Dann nützt uns auch die Plus-Power nichts mehr. Problem ist, die Recycle-Energie kriegt er, glaube ich, wieder. Heißt, es bringt nicht mal, ihn da irgendwie fertig zu machen. In der Hoffnung, dass dann seine Energie weg ist. Die Behälter. Ja, das Pflanzendeck war nicht unser stärkstes. Ich erinnere mich. Gleich mit Plus Power drauf, 40 Damage. Wenn er uns nicht stunnen kann, haben wir das Relaxo nächste Runde down. Und Gratini, ich mag Gratini. Natürlich stand er uns. Jetzt müssen wir Bisa Knaus ziehen, dass wir direkt entwickeln können. Sonst haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem.
ein ganz, ganz großes Problem, möchte ich sogar. Komm, jetzt noch eine Pflanzenenergie oder ein Professor Eich oder so. Midorino, wow. Ja, es sind zu viele verschiedene Entwicklungs-Pokémon in dem Deck. Es ist einfach ein Problem. Komm, jetzt stun uns aber dafür nicht. Er lässt es einfach. Er hört einfach nicht auf. Stop it. He's already dead. Oh, Parasect. Braucht aber auch mindestens zwei Energien. Das ist trotzdem tot. Er hat noch nicht einmal Zahl geworfen. Der Kerl schummelt. Bin ich mir sicher. Daniela, mach was! Du kannst nichts machen, Daniela. Dunkles Dragonier noch. Und Level 31 dunkles Reitschuh. Das wollte doch das Mädel haben, das sich die Klappe hält. Wurde mir erzählt. Hat man mir so gesagt. Da ist Professor Eich. Sie kommen zu spät. Das Spiel ist fürchterlich leider schon gelaufen. Ja, Rasierblatt kann ich leider nicht einsetzen, das ist halt sehr schade. Auch wenn ich es gerne würde. Immerhin, wir gehen nicht kampflos, das Relaxo nehmen wir mit. Ich hatte gehofft, dass wir noch ein dieser Knosp ziehen, dass wir nicht direkt tot sind danach, dann vielleicht noch irgendwie eine Chance haben mitzukämpfen, aber naja, gut. Dann gehen wir das Relax und nehmen uns zumindest eine Preiskarte, bevor uns das dunkle Reitschuh auseinander nimmt. Oh, Tangela ist kampfunfähig. Ja gut, dann ist das sowieso erledigt. Er sieht auch aus, als hätte er so einen Puppenmund, oder? Er soll, glaube ich, den Mund offen haben, aber es sieht aus, als wäre er eine Puppe. Oh, es tut mir leid, aber ich scheine dich besiegt zu haben. Und wenn ich das sagen darf, es war dennoch sicher ein beeindruckendes Spiel. So, Kumpel. Ein Relaxo kann sich warm anziehen. Hallo, wie geht's dir, Wolf? Bist du wegen dem Duell hier? Ich bin jederzeit auf einen Kartenkampf zu haben. Bist du bereit zu kämpfen? Lars Bader, komm, lass uns kämpfen. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Immerhin Nevoli. Und das Reitschuh, Apollo. Ja. Leider sonst nichts. Kein dunkles Blitzer. Das fehlt so ein bisschen. Da ist es doch.
gar nicht dunkel, sondern sogar ein helles Glitzer. Das sieht irgendwie ganz komisch aus, dieser Glassplitter. Anschlag. Jetzt habe ich nämlich hier Kopf. So, Blitzer entwickeln. Dunkles Raichu entwickeln. Ich habe nämlich auch dunkle Pokémon. Kann das auch. So, ruckzucki. Nicht ganz so ruckzucki. So, ich habe noch ein Bill, aber wir legen jetzt erstmal Energie an. Aber da wir jetzt wenig Energie und sowas haben, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Ja, da haben wir Energie. So, Nadelrakete. Zweimal Kopf brauchen wir. Einmal Hammer. Zweimal Hammer, okay, Rest egal. Blitzer möchte übertreiben. Aber das ist okay. Jetzt sieht es nämlich anders aus, dieses Spiel. Wir lassen uns nicht unterkriegen. So, Nadelrakete. Mal gucken, ob wir noch zweimal Kopf kriegen. Einmal. Ja, das ist das zweite. Perfekt. Damit ist Dratini down. Tut mir leid, ihm wehtun zu müssen, aber es ist so. Pickel. Ja, kann uns potenziell lähmen. Gefährlich. Es kann uns lähmen. Gefährlich. Da ist aus potenziell mal ganz schnell nicht mehr potenziell geworden. Ist unglaublich, was Paralyse früher mal für ein Problem war, ne? Und heute so gar nicht mehr. Modern. Ich glaube, eine Psychoenergie kann ich an Reichtum anlegen. Oh, da ist das dunkle Dragonier. Und er hat sich das dunkle Dragoran geholt. Bandstreich. Natürlich kommen. Könnte es auch anders sein. Wenn ich das probiere, funktioniert das nicht. Obwohl, meine Münzwürfe waren auch die Runde echt gut. Aber ich habe ja noch ein dunkles Reizen. Mein Elektrik können wir auch mal aufbauen. Scheiße, der kann gar nicht angreifen. Fuck. War dumm von mir. Lakaien zusammenrufen. Ich darf zwei Basis-Pokémon holen. Ich dachte, das Reiche dürfte auch so angreifen. Oh Gott! 70 Damage.
Zum Glück ist der Angriff nicht erfolgreich. 70 wäre ein bisschen übel gewesen. Energiezugewinnung, ich würde gerne Energie von ihm weglegen. Ist das auch im Rahmen meiner Möglichkeiten? So, Überraschungsdonner. Also bitte nochmal Zahl werfen, das wäre notwendig. Sehr, sehr notwendig. Danke. Danke. Danke sehr. Dann kriegen wir das Vieh zumindest auch mit Elektek-Blatt. Die Viecher auf der Bank haben ja schon ordentlich Schaden gefressen. Also gerade das Pikachu ist schon Half-Life. 1 bis 2, 3 gibt's nicht. So, Electek, du übernimmst das. Du machst das, ich habe vollstes Vertrauen in dich. Im Notfall haben wir noch ein Electek, in das ich vollstes Vertrauen habe. Ich brauche 3 Elektroenergien. Ich krieg die Krise Energiezugewinnung. So. Ich schmeiß mal ein Radikal weg. Ich weiß eh nicht, warum das in dem Deck drin ist. Und hol mal Elektroenergien zurück. So, Donnerschock. Ja, Lähmung ist egal, weil das Vieh ist eh tot. Hat Zapdos nicht sogar eine Elektroschwäche, obwohl es ein Elektro-Pokémon ist in dem Spiel hier? Ich glaube, da war was. Aber weiß ich dran. Nee, hat's nicht. Okay, hab ich mich geirrt. Oder war es eine Kampfschwäche, obwohl es Flug ist? Ich glaube, das war's. Also im eigentlichen Spiel Flug ist. Gleitschuh setzt Überraschungsdonner ein. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Fast als hätte ich das auch schon mal gemacht. Nehmen die alle null Schaden. Also ich verstehe, dass die wenig Schaden nehmen, aber null wirkt mir übertrieben. So, Windhauch. Ich war nämlich noch nicht fertig mit Zapdos zu spielen. Und damit haben wir nämlich gewonnen. So, Lars Peter, rück das Zeug raus. Ah, oh bitte verzeih mir, ich habe wohl verloren. Ich gebe dir sofort deine Boosterpackung. Nidoking, okay. Knodder, Prenta, Defender, aber ein anderes Paras. Katzer und Sporn. Okay. Und ein Anfangsbooster. Vielleicht ist da endlich mal ein Bisaflor drin. Auffischen. Noch ein Apollo. Nano. Ja. Der Bill ist halt nice, weil wir langsam dahin gehen, dass wir mehr Bills kriegen. Also, dass wir jedes Deck 3 Bills haben kann.
Wenn du bereit bist, möchte ich mal liebend gerne eine Revanche. So, und sie? Hey, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Siehst du den fiesen Kerl da drüben? Er weigert sich, mit mir zu tauschen. Falls du hast, was ich brauche, könnten wir tauschen. Wenn ich mein Deck nicht zusammenstellen kann, werde ich dem GR nicht beitreten können. Also, hast du ein dunkles Level 31 Reitschub? Hast du eins? Ich habe nur ein Level 16 Pikachu-Schub. Tausch mit mir. Das ist tatsächlich eine sehr seltene Pikachu-Karte, glaube ich. Doch. Meine Güte, du hast die Karte. Aber sie ist in Gebrauch in deinem Deck. Das ist wichtig für meine Karriere bei Team GR. Wenn du deine Karte in einem Deck hast, kannst du sie nicht tauschen. Und wenn du immer noch tauschen willst, nimm sie bitte zuerst aus deinem Deck raus. Vielleicht von anderen. Ozima Kuni, der Mann bringt mich zum Erröten. Ich warte hier auf ihn, da er an zufälligen Orten auftaucht. Bist du nicht von meiner Heimatinsel? Ich glaube, dein Name ist Wolf. Was dann, Wolf? Fragst du dich, warum ich hier bin? Ich bin auf einer persönlichen Suche, um meine Karten von Team Great Rocket wiederzuholen. Und zugegeben, es ist unmöglich, gegen Team Great Rocket ohne Karten zu kämpfen. Was zählt es, dass ich hier bin und mein Bestes gegen diese Schlägertypen versuche? Entschuldige, meine Geschichte ist wohl etwas lang geworden, wie? Wenn du nichts zu sagen hast, rede ich gerne. Hohohoho. Ja. Ich wollte meinen Minikum gucken, haben wir wieder Post? Wir haben Post. Dr. Mason, verdammt, der legt ja nie was bei. Wolf, ich bin stolz, dir mitteilen zu können, dass wir die Arbeit an der Autodeckmaschine 2 abgeschlossen haben. Diese Maschine kann die neuen Pokémon-Karten verwenden, die Team Great Rocket. Okay. Dann komm doch mal in meinem Labor vorbei. Wenn dir danach ist, ein Deck aus den Team GR-Karten zu bauen oder sie zu studieren. Dr. Masons Labor, Dr. Mason, PS. Ist ein Geschenk, damit du die Zeit überbrücken kannst, bis du die dritte Version und bis die dritte Version unserer Maschine fertig ist. Oh, er hat doch was mitgeschickt. Nimm alles zurück. Pipsi, Lamus, Moroso, okay, ja. Beim Psycho-Deck. Hallo, du da? Mein Name ist Christina. Wenn du mich im Kartenkampf besiegst, darfst du in den nächsten Raum gehen. Aber ich habe eine Bedingung, der alle Herausforderer zuerst zustimmen müssen. Entschuldige bitte. Füge bitte 4 Pikachu-Karten in dein aktives Deck, bevor wir beginnen. Ich meine auch kein Flug-Pikachu. Nur normale, süße Pikachu-Karten. Bist du bereit? Und willst du ein Duell mit mir austragen? Habe ich 4 Pikachus dann? Oh, du hast 4 Pikachu-Karten, richtig? Vielen Dank. Was die Preiskarten angeht, bitte platziere 4 Stück, okay? Lustig. Wir haben einfach 4 Pikachu-Karten in diesem Deck drin. Bedingungen einfach bei Default erfüllt. Stimmt, ich hätte noch eine Elektromünze nehmen können. Vor dem Sandern habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Will ich euch nicht anlügen. Wir haben auch ein Bill. Kannst uns gar nichts. Haben bloß keine Pokémon. Super, das Vieh hat eine Resistenz, das werde ich nicht mal killen können. Das wäre super, wenn ich jetzt ein Raichu hätte, das die Bank grillt. Und ich habe ja auch Entwicklungs-Pokémon auf der Hand, aber halt keinen guten.
Aber wir haben auch einen Evoli. Das hat wahrscheinlich 30 Resistenz, ne? Heißt, der Angriff bringt gar nichts. Außer halt erst dann. Mal bloß ein bisschen Zeit schinden mit. In der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann irgendwas ziehen, was kämpfen kann. Wie so ein Reitschuh, das die Bank grillt. Ah, Blitzer ist schon mal nicht schlecht. Also einen Blitzer in der Hinterhand zu haben, ist schon... Unsere Gegnerin hat ein dunkles Blitzer, wir haben ein normales Blitzer. Und ein Radikal und ein dunkles Radikal. Ich hätte gern, ehrlich gesagt, einen Nebulak. Dann könnten wir mal das Apollo hochpowern. Raichu. Raichu ist halt stark, aber nur einmal. Da mag ich das dunkle Raichu schon ein bisschen mehr. Sandwirbel, ja. Oh, das Spiel geht in die Offensive. Wolf's dann. Noch ein Evoli. Naja, ich schätze, Evoli kann kämpfen. Fragezeichen. Halt nicht gut, aber ja. Das ist auf jeden Fall anwesend beim Kampf. Zumindest. Okay. Zieh nur Entwicklungs-Pokémon, ich muss meine Decks überarbeiten. Braucht mehr Basis-Pokémon. Voldeball! Ich glaub's gar nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Problem ist halt die Resistenz. Macht dem Vieh ja nix. Ich schind bloß Zeit, bis ich Pokémon habe, die irgendwas tun können. Danke, ja, kann ich. Kann ich meine Elektrik wieder fit machen? Kann auch warten, bis hier in 30 Zügen die Dings ausgeht. Weg. Gibt's da nicht. Was braucht ein Voltoball zum Angreifen? Eine Elektroenergie, ja, das bringt uns gar nichts. Wir lähmen das jetzt einfach 30 Züge noch. Dann ist gut. Oder annähernd 30 Züge.
Müssen ja keine vollen 30 sein. Weil sie selber noch ein bisschen nachzieht. Oh, jetzt will das dann Dame aber Stress. Es reicht trotzdem, um uns zu killen, ne? Ja, 80 Schadenspunkte. Da habe ich keine Chance gegen. Und Sandama nimmt keinen Schaden. Das ist doch schön. Für Sandama. Blitzer, mach was. Blitzer macht nichts. Das, was Blitzer gegen Peter so gut gekämpft hat, jetzt nicht. Ja, das ist so ein... Wie viel? 120 Schadenspunkte oder so? Ja. Sein Dama nimmt aber auch ein bisschen, zumindest. Ist ja ein Anfang. Der Blitzer kann nächste Runde vielleicht das Spiel besiegen, ich gehe aber nicht davon aus. Ich werde die Decks auch nochmal überarbeiten. Gibt ja nichts. Von mir aus hätte er sich 30 geben können. Dann wäre die Chance immerhin gut gewesen, dass ich kaputt kriege. Mauzi. Mauzi ist tatsächlich gar nicht verkehrt. Unter der Voraussetzung, dass wir einen Angriff überleben würden, was wir nicht tun. Ja, damit war's das. Oh, Blitzer! Hättest du es mir jetzt nicht zumindest irgendwie leichter machen können und volle Kanne drauf, alles Kopf. Dann hätten wir nämlich das Vieh tatsächlich besiegt. Und dann hätten wir noch einmal gewonnen. Okay, ich gehe über das Deck nochmal drüber. Das war jetzt natürlich eine volle Breitseite. Und das Vieh lebt halt einfach immer noch. Ja, ich werde nochmal über die Decks drüber gehen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe gewonnen. Bitte verzeih mir. Nee. Gut, Leute. Ich gehe hier nochmal drüber. Guck mir nochmal an, was hier eigentlich nicht stimmt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben. Ihr wisst, solche Sachen freuen mich eigentlich immer. Und wir sehen uns, wenn es dann weitergeht, mit dem Pokémon Trading Card Game. Hier von Wolf bei FB. Bis dann, euer Wolf.